Hallo Leute und herzlich willkommen auf eBird.com. Im heutigen Video mit dabei, Interview mit einem deutschen Man in Black, Teil 3 und Teil 4 zusammengefasst, ohne lästige YouTube-Werbeunterbrechungen. Werbung mache ich nur in eigener Sache für mein neuestes Buch, Interview mit einem deutschen Man in Black. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und nun wünsche ich dir wie immer gute Unterhaltung. Hallo Leute, da es sich bei der Interviewserie mit einem deutschen Man in Black namens Eslan um eine fortsetzende Interviewreihe handelt, empfehle ich dir, für ein leichteres Verständnis die anderen Teile zuerst anzusehen, damit du nicht den Faden verlierst, denn vieles in den Interviews ist zusammenhängend und somit leichter verständlich. Natürlich ist es auch aufbauend. Wie gewohnt übernehme ich die Fragestellung und aus praktischen und dramaturgischen Zwecken auch die Erzählstimme von Eslan, der ja mit mir, wie ihr wisst, nur elektronisch kommuniziert. Und nun wünsche ich euch gute Unterhaltung. Hallo Eslan! Es wurde Zeit, dass du dich wieder bei mir gemeldet hast, denn meine Zuseher fragen immer öfter, wann es denn eine Fortsetzung gibt. Ja, danke, ich war sehr beschäftigt und es freut mich natürlich, dass ich auf so großes Interesse gestoßen bin. Das hätte ich mir nicht gedacht. Hast du wieder Fragen für mich? Ja, natürlich habe ich eine Menge Fragen zusammengestellt. Darunter sind natürlich viele von meinen Zusehern auf meiner Facebook-Seite. Aber legen wir gleich los. Du erwähntest, dass diverse Regierungen Geheimtechnologien von Aliens erhalten haben und diese auch einsetzen. Wie groß schätzt du die Kapazität der Flotte von menschlichen Antigravitationsflugscheiben? Und was sind die technischen Möglichkeiten dieser Flugobjekte? Zu genauen Zahlen kann ich keine exakten Angaben machen. Ich weiß nur, dass eine beträchtliche Anzahl davon gebaut wurde. Viele UFO-Sichtungen weltweit sind in Wahrheit unsere eigenen Flugscheiben. Das TR-3 Black Manta ist ein gutes Beispiel dafür. Als die Astronauten 1969 zum ersten Mal auf dem Mond landeten, wurden sie dort von einer ganzen Flotte von Flugscheiben begrüßt, die auf den Rand eines Kraters schwebten. Die Astronauten fragten ihre Vorgesetzten in der Mission Control, ob sie von diesen Scheiben Bescheid wüssten. Diese sagten ja und sie sollten sich darüber keine Sorgen machen und mit der Mission einfach fortfahren. Es seien aber nicht nur außerirdische Flugscheiben, sondern auch amerikanische Scheiben mit Menschen drinnen. Die Astronauten waren sehr wütend, als sie realisierten, dass sie nur von der Regierung für Werbezwecke benutzt wurden und in Wahrheit eine weit fortschrittlichere und vor allem sicherere Raumfahrttechnik zur Verfügung stand. Deswegen machten Aldrin, Armstrong und Collins so komische Gesichter, als sie nach dem Mondflug auf der Erde zurück ihre erste Pressekonferenz gaben. Sie kamen sich schlicht und einfach, verständlicherweise vollkommen verarscht vor. Das resultierte darin, dass Armstrong sich vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückzog, niemals mehr ein Interview gab und Aldrin dem Alk und dem Suff verfiel. Diese Flugscheiben, funktionieren die mit Antigravitation oder gibt's da auch noch andere Technologien? Ja, unter anderem, aber sie basieren auch auf Unsichtbarkeitstechnologie. Die Luftwaffe vereint zwei Aspekte der Unsichtbarkeit. Einer davon bezieht sich auf die Konstruktion und die Beschichtung, die auf der Oberfläche aufgetragen wird. Der andere Aspekt bezieht sich auf eine elektronische Art von Unsichtbarkeitsschirm, das ein Arbeitsergebnis aus dem Philadelphia-Experiment bereits vor Jahren ist. Auch hat der Stealth-Bomber ein zweites Antriebssystem, das sehr fortgeschritten ist und ihm erlaubt, im Weltall zu fliegen. Der stellvertretende Direktor von der NASA gab sogar öffentlich zu, dass dieses direkt von Alien-Technologie stammte. Es gibt auch immer wieder Leaks in den Geheimhaltungsprogrammen der Regierung, die sich langsam zu zeigen beginnen. Mehr und mehr Leute sind völlig angewidert von Regierungsaktivitäten und Haltungen und sie beginnen verständlicherweise zu singen und zu plaudern. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Wer weiß, vielleicht sind dies sogar teilweise beabsichtigte Leaks. Ja, das könnte durchaus beabsichtigt sein. Ich weiß ja auch nicht alles und ich war bloß ein kleines Zahnrädchen in einem riesigen Komplex von hunderttausenden Mitarbeitern weltweit. Sogar Majestic 12 war bereits 1964 kurz davor, Informationen über Außerirdische und UFOs an die Öffentlichkeit rauszugeben. Sie beschlossen aber dann, es zu jener Zeit nicht bekannt zu geben. John F. Kennedy verlangte aber nachdrücklich, dass sie es innerhalb eines Jahres rausgeben müssten. Er verlangte auch, dass die CIA aus dem Drogengeschäft aussteigen solle und die amerikanischen Truppen aus Vietnam zurückgezogen werden sollten. Das war aber schließlich zu viel. JFK wurde daraufhin von der Schattenregierung in ihren Schergen ermordet. Er wäre ein wirklicher Präsident des Volkes gewesen. Doch solche Politiker duldet die Schattenregierung nicht. Im letzten Interview hast du erwähnt, dass UFOs durch das Zeitloch beim Philadelphia-Experiment magisch angezogen wurden und in unserer Zeitlinie in Montauk landeten. Was passierte anschließend mit diesen UFOs?
Eine Spezialeinheit von Man in Black in Montauk zerlegte eines der UFOs komplett. Es gab 7 Insassen in diesem Raumschiff. 4 davon sprachen nicht mit uns. Nach einer Weile aber fingen die anderen 3 Aliens an, sich mit der Spezialeinheit zu unterhalten. Zuerst auf telepathische Art und Weise, dann aber lernte man ihre Sprache und ihre Handbücher über die Konstruktion ihres Raumschiffes konnte entziffert werden. Wie haben diese Aliens ausgesehen? Sie waren ca. 1,95 Meter groß, ihre Erscheinung war weitestgehend menschlich. Sie hatten aber dunkle, ledrige Haut. Haare hatten sie keine. Über ihre Herkunft war man sich aber nicht sicher. Man weiß nicht einmal, weshalb sie durch den Hyperraumstrudel direkt nach Montauk durchgesogen wurden. Man vermutete aber zunächst, dass es sich um eine Vorhut einer Invasion handle. Das hat sich dann später aber als falsch herausgestellt, denn durch das Loch im Hyperraum kamen vor allem Flugscheiben der Greys durch. Die sind wie die Kakerlaken, aus allen Ecken und Winkeln kommen sie auf die Erde. Sie werden von diesem Planeten und uns Menschen wie magisch angezogen. Waren auch Waffen an Bord des UFOs? Nicht so viel ich weiß. Das Schiff führte viele seltsame Gerätschaften mit. Zahlreiche Alien-Apparate wurden auseinandergenommen. Die Kontrolltafeln und die Kommunikationsausrüstung des UFOs zum Beispiel. Das sind Technologien. Umgangssprachlich kann man da nur sagen, da kackt man sich an, wenn man so eine Technologie sieht. Das ist wie reinste Magie. Die Aliens hatten sogar eine Art Selbstversorgungsmaschine an Bord, die Lebensmittel aus dem Äther herstellen konnte. Diese Technologie würde mit einem Schlag den Welthunger beseitigen. Vieles wurde bis auf die Schale auseinandergenommen, zerlegt und rekonstruiert, soweit dies überhaupt möglich war. Denn mit dem Großteil der Technologie kann man bis heute absolut nichts anfangen, da sie um Lichtjahre fortschrittlicher ist als unsere. Wieso wurde überhaupt eine Alien-Invasion vermutet? Weil es viele andere Alien-Gruppierungen gibt, die unseren Planeten einnehmen wollen. Man fragt sich ständig, was sie mit diesem Ball aus Dreck und seiner rückständigen Technologie machen wollen. Denn es gäbe wesentlich bessere Planeten im Sonnensystem, die mehr natürliche Ressourcen haben. Sie suchen aber angeblich gewisse Elemente, die sie nur hier auf der Erde und nicht woanders finden können. Der bekannte Whistleblower Bob Lazar erwähnte in seinem Interview, dass es hieße, Menschen würden als Behälter für Seelen angesehen und dass mit menschlichen Seelen eine Art Tauschhandel betrieben wird. Ja, das stimmt, die Alien tun das die ganze Zeit. Aber natürlich nicht alle Alienrassen, nur jene, die vom Planeten kommen, die eine besonders niedrige Schwingungsfrequenz haben. Wie darf man das genau verstehen? Kurz gesagt, schubsen uns die negativen Aliens einfach so rum, so als ob wir ein Stück Vieh wären. Es ist so, dass die Reinkarnation in der Tat real ist. Das weiß man sogar seit den Geheimprojekten, die am CERN laufen, und das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Denn durch diese Portale, die dort geschaffen werden, kommen immer wieder Entitäten durch, die in unserer Welt nichts verloren haben. Es gibt sogar eine Spezialeinheit an Man in Black, die nur dafür da sind, dass sie die Geheimprojekte am CERN kontrollieren. Dies ist sogar die allergrößte Einheit an Man in Black in Deutschland und in ganz Europa und sogar weltweit. Denn das CERN ist der weltgrößte Teilchenbeschleuniger. Ich war zwar noch nie dort eingeteilt, aber natürlich plaudert man unter Kollegen. Aber um zurückzukommen: Die Reinkarnation ist im gesamten Universum vorhanden und betrifft alle Wesen. Natürlich nicht nur uns Menschen, sondern auch Außerirdische. Man kann die Reinkarnation jedoch umgehen, wenn man sich einigermaßen gut in seinem eigenen Leben aufgeführt hat. Denn wer hat schon große Lust, immer und immer wieder auf diesen Scheißplaneten zu inkarnieren? Das ist ja wie ein Gefängnis. Viele sprechen ja von der Reinkarnationsfalle und dem Gefängnisplaneten Erde. Das Wissen um die Reinkarnation wird auch deswegen geheim gehalten, weil es erstens viele Religionen vollkommen obsolet machen würde, das heißt Geheimhaltung zwecks Machterhalt der Religionen, und zweitens gibt es einen Tauschhandel der Grey Aliens mit den Schattenregierungen, das heißt eine gewisse Anzahl an Seelen dürfen sich die Greys behalten im Austausch gegen Technologie. Das ist ja unglaublich. Ja, das ist es in der Tat. Aber wie kann man der Reinkarnation entkommen und welche Rolle spielen dabei die Greys? Durch freien Willen kann man der Reinkarnationsfalle entkommen. Man muss zwar immer für seine Sünden büßen, aber es muss nicht unbedingt auf der Erde sein, sondern es kann als andere Entität auf einem anderen Planeten sein, wo man natürlich wesentlich mehr dazulernt als hier auf der Erde. Die Greys wollen dies jedoch verhindern, denn sie haben keine Emotionen und versuchen unter anderem mit Hilfe der Reinkarnation selbst in menschliche Seelen zu inkarnieren. Das nimmt menschlichen Seelen aber die Möglichkeit weiterzukommen, denn sie sind hier quasi gefangen und können so nicht in der Bewusstseinsebene aufsteigen. Sie erleben dasselbe immer und immer wieder. Ein Teufelskreislauf, ein Hamsterrad, der reinste Albtraum. Die Greys kidnappen sozusagen solche Seelen, indem sie mit Lug und Trug nach dem physischen Tod zur Reinkarnation überreden.
übernehmen dabei aber in Wahrheit die Seele. Ist dir noch nie aufgefallen, wie viele Menschen dir wie Zombies vollkommen empathielos und wie Psychopathen erscheinen? Ja, natürlich, das bemerke ich jeden Tag, selbst in den Kommentaren von meinen YouTube-Videos. Nun ja, das sind meistens alles außerirdische Entitäten. Der Großteil Greys, aber auch viele andere negative außerirdische Rassen. Deswegen wächst die Weltbevölkerung auch explosiv. Der Anteil an wirklichen Menschenseelen ist sehr, sehr klein. Das sind meist Menschen, die in der spirituellen Bewusstseinsleiter am Aufsteigen sind. Diese erkennst du an ihrer Großzügigkeit, Weisheit und Empathie, aber auch an ihrer Gutherzigkeit. Der Rest dieser Zombies sind aber aus dem gesamten Universum zusammengewürfelte negative Alienrassen, die sich in menschliche Seelen einnisten und hier ihr Dasein auf dem Planeten Erde fristen. Sie erhoffen sich dadurch dazu zu lernen, solange sie aber nur ihren niederen Instinkten folgen, solange werden sie sich auch nicht weiterentwickeln. Das ist aber nicht alles, an dem die Aliens Interesse haben. Es scheint, dass sie auch noch besonders für unsere Körper, unsere Gene und die Fähigkeiten des menschlichen Verstandes Interesse zeigen. Sie interessieren sich für den menschlichen Verstand so sehr, da dieser nahezu unbegrenzt ist. Das fasziniert sehr, sehr viele Alien-Spezies. Wie viele verschiedene Alien-Spezies sind dir noch bekannt? Nach den Greys von Zeta Reticuli gibt es noch eine Alien-Gruppe, die sich selbst die Leverons nennen. Das sind noch die Außerirdischen von Antares da, die aber nur Beobachter der menschlichen Rasse sind. Sie sehen auch aus wie Menschen. Manchmal kommen auch Mitglieder der Orion-Gruppe zur Erde. Die Orion-Konföderation umfasst viele Gruppen, einschließlich der Leverons. Die Orion-Gruppe ist aber immer im Krieg mit einer Gruppe namens Elohim. Diese sind umgangssprachlich auch unter den Namen Archonten oder Nephilim bekannt. Die Elohim-Gruppe ist eine sehr alte Rasse, vielleicht die älteste im Universum. Zumindest ist es die älteste, die uns bekannt ist. Gibt es eine besondere Spezies, die die größte Kontrolle über die Menschen hat? Ja, natürlich, das ist die Orion-Gruppe. Sie sind die mächtigen Macher im Hintergrund, die jedermann bzw. jede Alien-Rasse manipulieren wollen, einschließlich der Greys. Die Orion-Gruppe schließt auch sämtliche verschiedene Reptilien-Spezies mit ein, wie zum Beispiel die famosen Draconier. Man liest im Internet immer wieder von freier Energie, die die Aliens nutzen und die es schon im Geheimen geben soll, aber noch unterdrückt wird. Ja, Nikola Tesla schuf in den 1920er Jahren bereits ein Gerät, den er den sogenannten Nullzeitgenerator nannte. Er lieferte eine sehr grundlegende Zeitreferenz, die tatsächlich mit dem Zentrum unserer Galaxie gekoppelt ist und somit unendlich viel Energie generieren kann. Man kann so gut wie jedes Gerät mit diesem Generator verbinden und es würde laufen und laufen ohne Ende und Ablaufdatum. Entschuldige auch bitte, dass ich mich hier nicht besser erklären kann, aber ich bin einfach kein Techniker. Ich weiß nur, dass es diese Technologie gibt und ich sie auch schon gesehen habe, und zwar im Einsatz. Man liest auch immer wieder von Theorien, dass die Pyramiden auch irgendwelche Maschinen gewesen sein sollen oder eine Art Kraftwerk. Ja, natürlich. Ich bin immer wieder überrascht, für wie doof sich alle Menschen verkaufen lassen. Das ist doch vollkommen einleuchtend. Selbst wenn man über kein Geheimwissen verfügt, dass die Pyramiden ein Kraftwerk waren, eine Maschine ähnlich wie Teslas Nullzeitgenerator, aber natürlich wesentlich größer. Die Pyramiden funktionieren so, dass sie sich mit der Urkraft des Universums verbinden oder vielmehr verbunden haben, denn momentan sind sie ja deaktiviert. In diesem Fall dem Zentrum unserer Galaxis, um so unbegrenzt Strom zu erzeugen. Außerdem wurden die Pyramiden dazu benutzt, der menschlichen Seele einen leichteren Aufstieg in die Anderswelt nach dem physischen Tod zu ermöglichen. Man bezeichnet sie deswegen auch manchmal als die Jenseitsmaschinen. Die Pyramiden waren deshalb den Greys immer ein Dorn im Auge, denn sie ermöglichen es dem Menschen, ohne Manipulation in der Bewusstseinsebene aufzusteigen. Die Greys kooperieren aber mit den diversen Schattenregierungen, denn es verbindet sie zwei Ziele. Erstens wird freie Energie unterdrückt und die Schattenregierung kann die Menschen weiterhin mit ihren Energiemonopolen unterjochen, und zweitens kann mit der Verheimlichung der Pyramidentechnologie die menschliche Seele nach ihrem Tod besser kontrolliert werden. Es haben also beide Seiten, also die Greys und die Schattenregierung, eine Symbiose, eine Zwecksgemeinschaft oder Interessensgemeinschaft, die Technologien der Pyramide zu unterdrücken. Deswegen ist das alles geheim und in der Schule wird dies natürlich auch nicht gelehrt. Ja, das ergibt irgendwie Sinn, wenn man jetzt die Hintergründe versteht. Aber ich habe gehört, dass die meisten Aliens gar nicht Nullpunkt- oder Nullzeitenergie verwenden, sondern irgendwie Kristalle haben. Weißt du dazu etwas? Ja klar, die Aliens verwenden in ihren Schiffen ziemlich häufig Kristalle. Das machen die meisten Aliens sogar. Denn Kristalle können enorme Mengen von Energie speichern und modulieren. Sie können sogar Informationen speichern. Unsere menschliche Wissenschaft beginnt gerade erst jetzt, dies zu verstehen.
Es gab sogar einen Kristall im Alienschiff, das im Montauk landete, der etwa ca. 50 cm lang war. Woran liegt es, dass so viele Greys auf dem Planeten Erde sind, aber so wenige von der Orion-Gruppe, also den Drakoniern? Das liegt daran, dass sich die Drakonier nicht besonders wohl hier auf Erden fühlen, denn die Schwingungsfrequenz ihres Heimatplaneten im Sternbild Alpha Draconis ist gänzlich anders als die hier auf der Erde. Die Greys hingegen fühlen sich hier pudelwohl, denn die Planeten rund um Zeta Reticuli 1 und 2 haben in etwa die gleiche Schwingungsfrequenz wie die Erde. Die Drakonier hingegen haben lediglich 12 Chakren und die Schwingung der Erde ist für sie deswegen nicht geeignet. Das ist der Grund, weshalb sie zwar großes Interesse an der Erde haben, allerdings hier sehr selten herkommen und die Greys als ihre Untergebenen herschicken, um ihre Drecksarbeit zu erledigen. Deswegen findet man auch weltweit immer wieder Reliefe mit reptilienartigen Wesen darauf, aber keine Überreste von ihnen, weil sie eben hier nie sesshaft waren und nur für kurze Zeit die Erde einen Besuch abstatteten und dann auch meist nur unterirdisch leben. Haben die Greys eine Art Religion oder Glauben? Soweit ich weiß, hat keiner von ihnen eine Religion als solche. Sie anerkennen aber eine göttliche Quelle im Universum. Die Greys betrachten das Universum als ein lebendes Bewusstsein und wollen auch verzweifelt Teil daran haben. Aber es gelingt ihnen aufgrund ihrer fehlenden Emotionen nicht. Deswegen haben sie auch so großes Interesse an Menschen, sowohl an ihren Körpern als auch an ihren Geist- und Seelenkörpern. Wir haben im letzten Interview schon mal darüber gesprochen, was sich unter der Sphinx befindet. Weißt du, welche geheimen Dinge sich eventuell unter oder in der Pyramide befinden? Natürlich, eine große Expedition zur großen Pyramide in Gizeh wurde bereits in den 1920er und 1930er Jahren gemacht, wobei eine geheime Kammer unter der Pyramide gefunden wurde. Dort fanden sie eine versiegelte Metalltüre in etwa 150 Meter tief unter der Pyramide. Sie fanden auch andere Türen und sie kamen dahinter, dass die Tür sich mit einer Art akustischen Code oder Signal öffnen ließen. Sie fanden einen Raum mit über 30.000 Aufzeichnungsplatten aus reinem Kristall und auch Alien-Hightech-Ausrüstung. Sie machten Filme und Fotos von den runden Kristallplatten, aber die ägyptische Regierung erlaubte es nicht, dass sie irgendetwas herausnehmen. Die Platten wurden aber entziffert und sie beschrieben den Aufstieg und Fall von Zivilisationen im Weltall und von der gesamten Geschichte der Menschheit bzw. des Planeten Erde von Anbeginn aller Zeiten bis heute. Dort wurde auch ein ganzer Haufen exotischer Ausrüstungsgegenstände und technischer Firlefanz gefunden, der zum Teil bis heute noch nicht einmal richtig verstanden wird. Alles war auf insgesamt 3 unterirdischen Ebenen gelagert und ist zum Teil auch heute noch dort. Sie fotografierten über 2700 dieser Aufzeichnungsplatten und gemäß einem Luftwaffenkontakt, den ich habe, werden diese Fotos in einem Safe in der Kirtland Luftwaffenbasis in New Mexico aufbewahrt. Sie wollen verständlicherweise nicht, dass die Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, denn das würde selbstverständlicherweise ihr Weltbild vollkommen zerschmettern. Eslan, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und deine ausführliche Auskunft. Und ich hoffe, das nächste Mal dauert es nicht mehr so lange, bis du antwortest, denn meine Fans wollen die brisanten Infos so schnell als möglich. Ja, okay, ich verspreche es, dass ich mich in Zukunft regelmäßiger und schneller bei dir melden werde. Viele meiner Zuseher sind zu Recht skeptisch, so auch ich, was du so alles berichtest, und viele haben nach Beweisen gefragt, wie Fotos, Videos oder Dokumente. Nun ja, das ist natürlich schwierig. Mir ist schon klar, dass die Menschen immer nur glauben, wenn sie etwas sehen. Das ist aber in Wahrheit ein Trugschluss, denn vieles, was man sieht, kann auch eine Fälschung sein oder eine Täuschung. Und vieles, das es gibt, kann man nicht mit eigenen Sinnen erfassen. Röntgenstrahlen oder Handy oder WLAN-Strahlen kann man ja auch nicht sehen und sie sind dennoch da. Ich habe natürlich viel Beweismaterial zurückgebracht, speziell von meinen Zeitsprüngen. Allerdings könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Beweismaterial konfisziert wurde und kein Mensch darauf Zugriff hat. Zumindest nicht die Zivilbevölkerung. Ich habe euch aber was mitgebracht. Ein für euch alle öffentlich zugängliches Dokument, das beweist, dass die Abteilung, der ich zugewiesen war, das Project Echelon, tatsächlich existiert. Es liegt sogar ganz offen auf den Servern des Europäischen Parlaments und kann von jedem eingesehen werden. Nur kein Mensch macht sich natürlich die Mühe, dies alles zu suchen oder gar durchzulesen. Die meisten Beweise liegen im Übrigen meist direkt vor unserer Nase. Vieles davon sogar im Internet. Die meisten Menschen sind aber zu ignorant und bequem, dass sie nicht sehen und hören wollen. Und viele andere wiederum, die sowas entdecken, machen dann einfach die Augen zu, wie Scheuklappen. Sie denken, nein, das kann nicht sein, das darf nicht existieren. Und lassen sich dann auch schon wieder ablenken von glitzernden Social Media Posts, Instagram Videos oder sonst was. Es leben leider die Menschen in einer Illusion, in einer Art Matrix.
Die meisten Menschen hindern sich selbst dabei, in der Bewusstseinsebene aufzusteigen. Man muss nur neugierig sein, sich weiterbilden und niemals am gleichen Fleck stehen bleiben. Der Sinn des Lebens ist, sich immer weiterzubilden, immer dazuzulernen, die Zusammenhänge zu verstehen und dieses Wissen dann an die nächste Generation weiterzugeben, sodass diese besser wird. Leider leben alle in einem gesteuerten Konsumwahn, der dies natürlich unmöglich macht. Du hast in meinem ersten Interview mit dir erwähnt, dass diverse Regierungen bereits an Zeitmaschinen arbeiten, beziehungsweise dass es solche bereits gibt. Wie darf man sich diese vorstellen? Also genaueres weiß ich dazu auch nicht, aber ein Kollege, der in das weitläufig bekannte Montauk-Projekt mit einbezogen war, hat erzählt, dass die amerikanische Regierung im Besitz einer Zeitmaschine ist, die auf sogenannter esoterischer Technologie basiert. Also die Technologie dazu kam ursprünglich von Außerirdischen, schon vor sehr langer Zeit, und zwar von den Plejadiern. Es handelt sich dabei um eine Art Stuhl mit einer runden Einbuchtung über dem Kopf, eine Art Helm, wenn man so will. Dieser Helm, der über einem schwebt, wenn man auf dem Stuhl sitzt, dient eigentlich als eine Art Gedanken- und Emotionsverstärker. Wenn man also an etwas Bestimmtes denkt, so können die Gedankenwellen so dermaßen verstärkt werden, dass sich diese Gedanken dann materialisieren. Das heißt, wenn man an ein Auto denkt, werden die Alphawellen verstärkt und das Auto materialisiert sich dann kurze Zeit später aus dem Äther. Das gleiche gilt aber natürlich auch für schlimme Dinge, wie zum Beispiel Monster. Ich weiß, das klingt irrsinnig blöd, aber recherchiert mal selbst. Das unheimliche Wesen, das Monster, das während der Montauk-Experimente entstanden ist, ist einfach aus dem Äther geschaffen worden. Darüber gibt's zahlreiche Berichte, die ihr im Internet finden könnt. Die Forscher fanden dann aber heraus, dass man auch ganz andere Dinge mit diesem Stuhl anfangen kann. Er wurde und wird meines Wissens noch immer für Gedankenkontrolle eingesetzt. Aber die Forscher untersuchten die Schwingungen der Dinge, die sich aus dem Äther manifestierten, auf subatomarer Ebene und fanden heraus, dass diese in einer anderen Dimension entstehen, beziehungsweise aus einer Art Paralleluniversum kommen. Die Grenze zwischen diesen Universen und dem unseren ist ein neutraler Raum. Ein Raum, in dem das Zeitgefüge nicht existiert. Man nennt diesen Ort den Hyperraum. Dort passiert alles zur gleichen Zeit. Das bedeutet, dass man in dieser Zwischenwelt alles gleichzeitig erleben kann. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie fanden dann auch heraus, dass sie mit der Zeit arbeiten konnten, also diese manipulieren konnten. Sie ließen daraufhin psychisch trainierte Personen, sogenannte Channelers, aber auch Remote Viewer im Stuhl sitzen, um Gedankenformen eines Wirbels zu erzeugen, der verschiedene Zeiten miteinander verband. Eine Brücke sozusagen zwischen der Gegenwart und einer anderen Zeitlinie. So schuf man auf Abruf einen Verbindungsstrudel zwischen dem Heute und einem beliebig anderen Punkt in der Zeit, den man besuchen wollte. Einen Zeittunnel, durch den sie hindurchgehen konnten. Sie begannen in der Zeit vorwärts und rückwärts zu gehen und verschiedene Dinge und Personen darin durchzuschicken. Und wie lange ist dieser Zeittunnel stabil? Meines Wissens nur so lange die Person im Stuhl auch daran denkt. Das gleiche gilt übrigens für die Dinge, die sich daraus materialisieren. Sie bestehen nur so lange, man an sie denkt. Und wie sieht dieser Zeittunnel aus? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man durch die Zeit geht? Es ist, als ob man in einen seltsamen spiralförmigen Tunnel schaut, der seine gesamte Länge hinauf und hinunter beleuchtet ist. Man beginnt, in dieses Ding hineinzugehen und plötzlich wird man hinuntergerissen. Man kann überall in Raum und Zeit hingehen, also nicht nur durch Zeit, sondern auch durch Raum, also so wie in einer Art Teleportationsmaschine. Und was ist, wenn man Dinge aus der anderen Zeitlinie mitbringt? Bleiben die dann bestehen, wenn man wieder zurück ist? Ja, diese bleiben dann, denn diese wurden ja nicht aus dem Äther materialisiert. Was passiert, wenn man durch den Zeittunnel geht und die Person im Stuhl denkt an etwas anderes? Das kann natürlich verheerende Konsequenzen haben. Der menschliche Geist ist ja ständig abgelenkt. Versuche du einmal an etwas ganz Bestimmtes nur eine einzige Minute lang zu denken. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Der Zeittunnel wird dann unterbrochen. Wenn man Glück hat und man ist hindurch in die andere Zeitlinie, dann sitzt man dort fest. Wenn man Pech hat und die Gedanken des Mediums im Stuhl schweifen ab, während man gerade durch den Zeittunnel geht, dann bleibt man im Hyperraum, also der Zwischendimension, stecken. Im Niemandsland sozusagen. Einfach schrecklich. Unzählige Personen verschwanden darin. Keine Ahnung, was mit denen passiert ist. Kann man sich selbst eine kurze Zeit, einige Stunden oder Tage in die Zukunft oder Vergangenheit versetzen und dann sich selbst begegnen? Ja, das geht natürlich. Was dann genau passiert, weiß ich aber nicht. Darüber gibt es nämlich widersprüchliche Angaben. Manche berichten darüber, sich selbst begegnet zu sein und in eine Art Delirium verfallen zu sein. Andere wiederum sagen, es ist absolut nichts passiert, bis natürlich auf den psychologischen Schock. Es gibt aber auch Berichte darüber, dass sich Zeitreisende, die sich selbst begegnet sind,
dann in ihrer Molekularstruktur einfach aufgelöst haben. Ich persönlich nehme an, dass es darüber so viele unterschiedliche Berichte gibt, weil es anscheinend einen Unterschied macht, in welcher Zeitlinie, also in Zukunft oder Vergangenheit, man sich selbst begegnet. Und auch, wie man in die Zukunft oder in die Vergangenheit reist. Mir fällt es noch immer sehr schwer, diesen ganzen Geschichten über Hyperraum und multiple Dimensionen und Universen zu glauben. Und ich nehme an, meinen Zusehern geht's genauso. Das liegt daran, weil du, wie viele andere, manipuliert bist, jahrzehntelang gehirngewaschen aus Mainstream-Medien wie Fernsehen, Radio, Schule, gängiger Lehrmeinung und so weiter. Was die Existenz von Hyperräumen betrifft, so wissen wir das bereits seit dem Jahr 1912. Gib einmal mal den Begriff Hilbertraum in Wikipedia ein. Hilbert war sogar ein deutscher Mathematiker, der als erster den Hyperraum mathematisch nachwies. Hast du das etwa in der Schule gelernt? Nein? Kein Wunder, aber dennoch ist es so real wie dein YouTube-Channel. Das wusste ich wirklich nicht. Ja, der aus Göttingen stammende Hilbert schuf die Grundlagen der Quantenphysik und spätere Koryphäen wie zum Beispiel John von Neumann, der maßgeblich für die Entwicklung der Atombombe zuständig war, konnte dies nur auf Basis der Arbeiten von Hilbert machen. Auch Albert Einstein bezog sich immer wieder auf seine Arbeiten. Du siehst also, dieses ganze Wissen ist nicht mal geheim. Es liegt wie immer vor unserer Nase. Es wird dir bloß nirgendwo erzählt. Ihr müsst einfach nur alle lernen, danach zu suchen und auch die Zusammenhänge zu verstehen. Dann kommt der große Aha-Effekt des Aufwachens und des Verstehens. Was kannst du uns über das Philadelphia-Experiment sagen, das ja auch im engen Zusammenhang mit dem Montauk-Projekt steht? Im Grunde nur das, was ohnehin schon bekannt ist. Es gibt ja bereits genügend Publikationen über das Philadelphia-Experiment, da es so viel Staub aufgewirbelt hat. Was aber die wenigsten wissen ist, dass das Philadelphia-Experiment, also das teils geglückte Experiment mit der Unsichtbarkeitsmachung des US-Kriegsschiffes USS Eldridge, mit dem Montauk-Projekt über eine Zeitbrücke in Verbindung steht. Es gab damals im Jahr 1943 zwei Tests. Der erste Test wurde von Nikola Tesla durchgeführt, der aber der US Navy riet, die Forschung dazu abzubrechen, weil sie viel zu gefährlich für die Menschheit war. Und Nikola Tesla sollte auch wie immer recht behalten, denn die Navy setzte die Tests fort. Einem missglückten Versuch, und das ist jener, der in der Welt dann bekannt wurde, ging einfach alles schief, was man sich nur vorstellen konnte. Die Militärs entschieden nämlich damals, dass sie nur an der optischen Unsichtbarkeit von Objekten weiterarbeiten wollten. Der Test begann und für etwa eine Minute schien auch alles in bester Ordnung. Das Schiff verschwand langsam, bis nur noch die Umrisse des Schiffes im Wasser gesehen werden konnten. Plötzlich gab es aber einen blauen Blitz und das Schiff verschwand daraufhin vollständig. Die Funkverbindung war auch total abgebrochen. Es war komplett weg. Nach etwa 3 Stunden kam das Schiff aber wieder zurück. Einer der Masten am Kriegsschiff war geschmolzen. Einige der Leute waren teilweise im Stahldeck einbetoniert. Wie eingeschmolzen waren ihre Körper. Andere blendeten sich ein und wieder aus. Sie flackerten wie eine Art Hologramm. Und einige verschwanden auch ganz. Für immer im Strudel der Zeit gefangen. Viele wurden auch verrückt und sprachen ihr ganzes Leben kein einziges Wort mehr. Dann aber übernahm der bereits erwähnte Quantenphysiker John von Neumann das Experiment und es gelang eine Zeitbrücke im Hyperraum zu schaffen, die auf den Tag exakt 40 Jahre auseinander lag. Es war eine Trennung von 40 Jahren im Hyperraum. Die Erde, unsere Welt, so wie wir sie kennen, hat einen vollkommen natürlichen Biorhythmus, der in einem 20-Jahres-Rhythmus immer am 20. August seinen Höhepunkt erreicht. Zufällig war der Höhepunkt damals bei von Neumanns Experiment gerade an seiner Spitze und sorgte für die Verbindung durch die morphogenetischen Felder der Erde, dass die 2 Experimente im Hyperraum einrasteten. Das hatte aber große Folgen auf das Raumzeitkontinuum. Das Kriegsschiff USS Eldridge wurde in den Hyperraum reingezogen. Die gesamte Besatzung war im Schiff und sie wussten instinktiv, dass etwas schrecklich falsch lief beim Test. Die Besatzung versuchte, den Hyperraumverstärker auszuschalten, doch es ging nicht. Viele Bordtechniker und Matrosen liefen hinaus ans Deck und sprangen über die Schiffsseite direkt in den Hyperraum hinein. Diese waren natürlich auch für immer verloren. Wer weiß, was aus ihnen wurde. Die restliche Mannschaft, die an Bord blieb, landete dann nach der Reise durch den Zeittunnel in der Nähe von Montauk Point in Long Island und zwar genau 40 Jahre später im August 1983. Das Schiff und die Mannschaft wurden schnell gefunden, evakuiert und vom zurückgebliebenen Forscher John von Neumann begrüßt. Er erwartete die Mannschaft bereits seit 40 Jahren. Es war ein ziemlicher Schock für alle Beteiligten. Sie waren gerade noch im Jahr 1943 gewesen und nun, 5 Minuten später, waren sie plötzlich im Jahr 1983 und sahen ihren Chef John von Neumann als alten Mann. Er sagte, dass es eine Einrastung gab und die Mannschaft aufs Schiff zurückkehren müsste,
um die Generatoren auf dem Schiff auszuschalten. Denn ansonsten würde der Riss im Hyperraum immer größer werden und möglicherweise den gesamten Planeten Erde verschlingen. John von Neumann hatte ganze 40 Jahre auf diesen Moment gewartet. Von Neumann sagte auch, dass der Riss im Hyperraum immer größer wurde und seltsame, damals im Jahr 1943 noch relativ unbekannte Lichterscheinungen im Himmel über der USS Eldridge erschienen. Es waren Flugscheiben, die wir heute als UFOs bezeichnen, also die von diesen Energien magnetisch angezogen werden. Diese UFOs aber begannen ebenso in den Hyperraum reingezogen zu werden. Diese UFOs landeten gemeinsam mit der USS Eldridge in Montauk. Interessanterweise fallen beide Daten, also der August 1943, als auch der August 1983 zusammen mit der größten UFO-Sichtungswelle in den Vereinigten Staaten. 1943 wurden diese UFOs noch als Foo Fighters bezeichnet. Man vermutete, dass sie Geheimprojekte und Technologien des Feindes waren. Heute wissen wir, dass es Außerirdische waren. Moment mal, du hast doch gerade noch gesagt, dass diese Technologie der Zeitmaschinen von den Plejadiern kommen. Wieso wurden dann die plejadischen UFOs ebenso in den Zeittunnel gerissen? Man sollte doch annehmen, dass die Plejadier ihre eigene Technik perfekt beherrschen sollten, oder? Ja, das ist richtig. Die Plejadier beherrschen diese Technologie auch. Aber die damals in den Hyperraum gesogenen UFOs waren keine von den Plejaden. Es waren Kampfraumgleiter und Hyperjäger-UFOs der Zeta Reticulana, auch bekannt als die Greys. Diese sind seit Äonen im Konflikt mit den eher gutmütigeren Plejadiern. Sie versuchen verzweifelt an ihre Technologien ranzukommen. Aber die Greys sind doch auch bekannt dafür, dass sie Zeitmaschinen besitzen. Ja, das sind sie. Sie haben sich diese Technologie überall in der Galaxis zusammengestohlen, konnten aber in Wirklichkeit nichts Ordentliches zusammenbauen. Sie funktioniert zwar, also die Technologie der Greys, aber ist nur mangelhaft. Denn die Technologie der Greys basiert nicht auf esoterischen höheren und mit der Natur im Einklang stehenden Technik. Die Technologie der Greys basiert wie die menschliche Technologie auf Explosionstechnik, nicht aber auf Implosionstechnik. Das eine ist zerstörerisch, wie das Explosionsprinzip oder die Verbrennung, wie zum Beispiel die Atomkraft, und die andere, die gute, auch esoterische Technologie genannt, basiert aber auf dem Schöpfungsprinzip und ist göttlich. Ja, liebe Leute, das war's mit dem vierten Teil. Eslan hat sich auch wieder gemeldet seit Fertigstellung dieses Videos. Und ich habe zwar noch nicht alles beieinander für ein komplettes Video, aber der fünfte Teil erscheint voraussichtlich ganz bestimmt schon sehr bald, wahrscheinlich sogar in nächster Woche oder in zwei Wochen. Ihr könnt mir aber auch sehr gerne Fragen mittlerweile in die Kommentare reinschreiben. Das ist auch leichter dann für mich, denn so komme ich schon gut vorbereitet zu meinem nächsten Interview mit Eslan. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und verbleibe wie immer mit den Worten merkwürdig. Aber so steht's geschrieben.